Hallo liebe Freunde, euer Tomcat ist wieder da. Heute fahren wir ein bisschen durch die Stadt und gucken mal, was so passiert. Mal ein bisschen Fun haben, das Wetter ist so toll. Und ich musste auf jeden Fall noch mal raus. Das erste Video, was ich dann heute schon gemacht habe für euch, das ist jetzt am, da ist ein Teil davon jetzt am Reändern und das brauchte seine Zeit und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie blöd wärst du, wenn du dieses schöne Wetter nicht ausnutzen würdest, und ich denke mir mal, ihr geht da konform mit mir, ihr hättet da wahrscheinlich genauso agiert. Ja, und deshalb fahren wir jetzt ein bisschen mal durch Berlin, durch die Innenstadt und gucken mal, was so viele Leute auf der Straße sind. Und dabei können wir ja mal so ein bisschen quatschen. Ich hätte da so ein kleineres Thema, was ich da so ein bisschen aufgreifen möchte, wer sich für die MotoGP interessiert. Der hat ja mitgekriegt, dass in dieser Saison eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge Fahrer, also drei an der Zahl, glaube ich, sind es, die in diesem Jahr ihr Leben gelassen haben. Und der letzte war ja Dean Vinales, der Cousin von dem MotoGP-Fahrer. Der Junge, der war erst 15 Jahre alt. Ganz traurige Geschichte eigentlich, weil der war jetzt erst dabei, im Grunde genommen die Karriereleiter hochzuklettern. Und so wie sein Cousin ist der ja auch ein Riesentalent gewesen. Ja. Aber man muss immer dazu sagen, die Jungs wissen eigentlich oder sollten eigentlich wissen, auf welches Risiko sich da einlassen, obwohl das Risiko ja teilweise schon sehr minimiert worden ist in dieser Branche. Weil im letzten MotoGP in Las Americas, also in den USA, da wollten die Fahrer ja streiken, weil der Kurs so schlecht war, so wellig. Und da war man also wirklich drauf und dran. Das Rennen zu canceln. Also sprich von der Fahrerseite her. Die Veranstalter natürlich nicht, weil die denken immer nur an den Rubel, ne? Und der muss ja bekanntlicherweise rollen. Und dann hat man da ja wohl jetzt einen Kompromiss geschlossen, dass bis zur nächsten Saison in den USA der Kurs neuen Asphalt bekommen soll. Und ansonsten würde man da nicht mehr fahren. Und da gibt es ja dann auch immer diese Unterschiede. Man hätte, wenn man sich einstimmig dafür entschieden hätte, hätte dieses Rennen gar nicht stattgefunden. Aber da es ja immer wieder Leute gibt, die sich dann hinstellen und sagen, ach, ich finde das gar nicht so schlimm. So bis ihnen dann halt ja das selber passiert und sie sich lümmeln. War das natürlich ein gefundenes Fressen für die Veranstalter, die dann gesagt haben, na, dann können wir das Rennen ja stattfinden lassen.
So. Alex Esparago zum Beispiel auf der Aprilia, der hat sich an diesem Wochenende gleich zweimal gelümmelt. Er kommt irgendwie mit dem Motorrad nicht klar. Keine Ahnung. Weil er hat ja auch schon gute Ergebnisse erzielen können. Und da war ja Aprilia schon in der Meinung, sie sind auf einem guten Weg in die Top 10. Aber jetzt kommen wieder diese herben Rückschläge bei Aprilia. Das finde ich natürlich nicht so prall. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr da so favorisiert, wenn ihr MotoGP-Fans seid. Würde mich also auch mal sehr interessieren, dass wir da vielleicht auch mal ein kleines Diskussionsthema hätten, wo wir über die Kommentare diskutieren können. So, dann wollen wir mal eine Runde zum Potsdamer Platz fahren. Hier gut hingestellt hier. Von letzten Drücker sich noch entschieden. Ach, ich will doch über die Budapester Straße fahren. Ja, jetzt könnt ihr mal gucken, wie so ein, wie die 8 Liter Klasse eigentlich in diese Innenstadt passt. Und dass die da so eigentlich vollkommen ausreichend ist. Ja, ich weiß, ich bin ein Abtrünniger, weil ich schon gesagt habe, nächstes Jahr kommt die 660er. Warum hat er das denn gesagt? Was? Er hat doch gesagt, die 8 Liter Klasse reicht ihm für die Stadt. Ja, tut sie. Aber da sind so einige Sachen am Laufen, von denen ihr noch nichts wisst. Und da will ich auch noch gar nicht drüber weiter sprechen. Und bin ja auch am Überlegen, ob ich nicht beide Bikes behalte. Also, beide Bikes heißt, ob ich die 125er denn nicht auch behalte. Und mir die 660er noch zusätzlich hole. Aber dann muss ich halt komplett irgendwie dann ja auch mal auf dem Auto verzichten. Also das heißt, ein Auto würde ich mir dann überhaupt nicht mehr anschaffen. Aber ich bin so richtig heiß auf die 660er. Das muss ich einfach so eingestehen. Ich weiß, ihr schimpft jetzt mit mir und sagt, Mensch, der hat gesagt und jetzt macht er was anderes. Und werden wir denn überhaupt noch 125er Videos sehen? Also, ja, so oder so denke ich, dass wir mit dem großen Führerschein, habe ich ja dann gar kein Problem. Da kann ich ja alles fahren. Und dann werden wir uns auch weiterhin um die 8 Liter Klasse kümmern. Das geht dann so weit, dass ich dann mal eben bei Honda Motodrom einfach mal anfrage, was habt ihr neu, was kann ich Probe fahren. Ja,
Oder ihr habt wirklich Glück und ich sag, ich gebe die nicht in Zahlung. Und kriege dann noch eine 660er dazu. Und dann ist aber auch wirklich Schluss, das kann ich euch versprechen. Also eine 1000er kommt nicht ins Haus, brauche ich wirklich nicht. Also auch denn nicht für das, was ich dann halt im Grunde vorhabe, dass ich mal längere Touren fahren möchte, bestimmte Orte besuchen. Also gar keine Frage, was Größeres wird dann nicht mehr angeschafft. Weil wirklich, es ist wirklich so. Also man fährt hier wirklich mit dem Ding wunderbar durch die Stadt. Also kommt ja auch nicht großartig schnell voran. Einzige Möglichkeit ist dann halt über eine Busspur mal oder filtern. Und ich glaube, wenn mich hier irgendjemand schneidet und ich müsste reffen, dann hört sich das bei der Aprilia auch recht gemein an. So, da sind wir auch schon da beim Potsdamer Platz. Klack. Ich erschrecke mich auch immer noch, wenn der den ersten Gang reinhaut. Oder auch die anderen. Aber ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist hier bei der 8. Liter-Klasse ist das normal. Dass manchmal hörst du den Gang gar nicht. Fragst du dich echt, ist jetzt der Gang drin? Weil hier ist ja auch keine Ganganzeige. Und manchmal denkst du, dir zerreißt gleich das Getriebe. Ja, der Potsdamer Platz. Sony Center. Ein AMG. Ja, ist auch viele Zweiräder auch unterwegs hier. Bei dem schönen Wetter. Das Wetter ist ja nur noch besser, als es gestern war. So, so. Na, ist ja aber auch ein Wetterchen heute, was? Kann man nicht anders sagen. Kann man zwei draus machen. Ein Pfiffikus, was der nicht alles merkt. So, jetzt ganz merkwürdig, der erste Gang ging wieder butterweich rein. Also ohne hörbares Geräusch. Schön, das macht so Laune. Wetter herrlich, ein schöner Herbsttag. Und dann einfach mal durch die Stadt zu fahren und zu gucken, was die Leute so treiben.
sind wir auf der anderen Seite der russischen Botschaft. Oh, was haben wir denn hinter uns? Ach, ist das nett. Hinter uns fährt ein Ferrari. Ich denke, es war leicht zu früh, in meine Kombi das Winterfutter einzubauen. Er hatte die Schnauze voll. Und ich hau in den Sack. Worauf willst du dir hauen? Ist das Asthma oder Leidenschaft? Weil es ist sehr warm. Besonders wenn man steht, ist es sehr warm. Ju. So, also ich will mal was festhalten, ja? Leute, wenn Berlin eins gut kann, ne? Dann ist das Verkehr, ne? So, jetzt können sich jeder was darunter vorstellen. Da wäre vor allem noch der GV. Der was? Das ich persönlich nicht so pralle finde, ist, wenn man den rechts überholt. Wenn man es unheimlich eilig hat. Wenn das hier eine Rennstrecke wäre. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Wie schnell fahren die denn? 100? Ich bin entzückt. So, ja, die Sonne geht unter, scheint mir mitten ins Gesicht. Aber es war trotzdem ein sehr herrlicher Tag. Ich hoffe, ihr habt ihn auch genossen. Und vielleicht habt ihr ihn ja sogar besser genossen wie ich, weil ihr ja nicht so viel Verkehr hattet. Ach, das ist eine Tür. Ja, eine Tür. Türen sind zum Aufmachen da, sind ja keine Windmühlenflügel. Mir ist eigentlich so in Erinnerung, dass wenn man über den Zebrastreifen muss, dann muss man vom Fahrrad absteigen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das so ist. Oder ob ich mich da irre? Da hat ein Auto gebrannt. Ohohoho, da hat ein Auto gebrannt. Kann passieren. Passiert komischerweise immer häufiger. Ja, das ist sowas, was ich mir auch nicht wünsche, wenn du dann tatenlos zusehen musst, wie eventuell dein Auto abfackelt.
So, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Ich hoffe, euch hat das Videoformat gefallen. So ein bisschen Smalltalk ist ja auch mal nicht schlecht, besonders wenn das Wetter so schön ist. Schön wäre dabei gewesen, wenn man noch ein Bier trinken könnte, ne? Während der Fahrt, aber ne? Alkohol am Steuer. Ja, ich sagte mal, ich bin raus für heute. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Daumen nach oben nicht vergessen, denn ein Däumchen ist ein Träumchen. Und wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich auch, dass es euch zum Kommentare schreiben angeregt hat. Uiuiui. Also Leute, euer Tomke ist raus. Ciao mit Au und tschö mit Ö.